Friseure treffen sich in der Halle Tor 2 in Köln bei der Haircut Factory. Einer der Höhepunkte, der Trend Vision Award 2009. Also heute geht es um die Qualifikation für den internationalen Trend Vision Award, der Anfang November, am 1. November in Berlin stattfindet. Und das heißt, die jeweiligen ersten Sieger, also die Goldgewinner von heute aus den jeweiligen Ländern in den beiden Kategorien, die fahren am Anfang November, Ende Oktober nach Berlin und sind dann dort beim Trend Vision Award mit dabei und vertreten dann dort ihr Land auf internationaler Ebene. Haarfarben stehen hier im Mittelpunkt. Und wer kann mitmachen? So kann sich jeder Friseur bewerben. Ist natürlich selbstverständlich, also es muss ein Wella-Friseur sein, weil natürlich der Award ausschließlich mit Wella-Produkten durchgeführt wird. Also in der Jury haben wir unsere Trend-Coaches, die schon bei der Trend-Factory mit dabei waren, die sich auch in den Wella-Trends bestens auskennen. Das ist der Christian Sturmeier aus Österreich, der Björn von Rotz aus der Schweiz, der Daniele Puglia von Toni & Guy aus Deutschland, der Tobias Tröntle von SNL aus Deutschland und der Santino Primavera von Lippertz Friseure aus München. Dann haben wir dabei die Aletta Helsper von der Top Hair Redaktion. Und wir haben den Lars Nikolaisen, der heute Abend auch die Veranstaltung moderiert. Das ist ein Wella Top-Akteur und Friseurunternehmer aus Hamburg. Und last not but least die Colleen Fernandez, Viva-Moderatorin, die heute Abend auch durch den Award führen wird. Und auch die ist mit in der Jury dabei. Und von Trio her haben wir noch, also der heutige Veranstalter von der Veranstaltung hier, haben wir noch den Jochen Ohls dabei. Einfache Aufgabe für die Jury. Das findet auch Viva-Moderatorin Colleen Fernandez. Und ganz nebenbei macht sie sich auch so ihre Gedanken über ihre eigenen Haare. Ich habe so viele neue Inspirationen bekommen. Also ich habe wirklich einige Outfits gesehen, die mir wahnsinnig gut gefielen. Ich habe einige Frisuren gesehen. Ich habe auch darüber nachgedacht, einige hatten so eine schöne Haarfarbe, ob ich mir die Haare färben lasse. Aber ich weiß nicht, das ist ja immer so ein großer Schritt. Ich traue mich nicht, aber bei den Models sah es auf jeden Fall wahnsinnig gut aus. Endlich kommt es zur Siegerehrung. Der erste Bronzepreis, den wir zu vergeben haben, geht an Gabriela Rohr-Ahrmann, Team 18. Herzlich willkommen! So, weiter geht es mit dem nächsten Bronzegewinner, und zwar Bronze Deutschlands. Geht an Silber Deutschlands geht an
geht an Joe Rostinger. Favoriten. Ich konnte es gar nicht sagen. Es gab einige, die ich gleich gut fand, wo es mir wirklich schwer fiel zu sagen, wer denn jetzt besser und wer schlechter ist. Zum Glück sind ja mehrere Leute in der Jury, sonst hätte man sich da echt schwer getan. Ich finde, die Sieger haben es auf jeden Fall verdient. Mir tat es aber leid für einige, die unten stehen geblieben sind, die theoretisch auch einen Preis verdient hätten. Aber wir hatten ja insgesamt nur 6 Preise und es hätten mindestens 12 Preise, finde ich, werden sollen. Na gut, also wenn Sie natürlich die Kundin so färben wie unser Gewinner, wie unsere Gewinnerfrisur, dann höchstwahrscheinlich wird es schwierig, einen ganz hohen Farbanteil zu bekommen. Letztendlich ist Farbe natürlich ein super spannendes und wichtiges Thema. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Industriefirmen mit solchen Veranstaltungen den Friseuren Inspiration geben. Denn ich glaube, dass viele Fachkollegen, die heute hier gesessen haben und auch diese Gewinnerfrisur gesehen haben, nicht denken, genauso mache ich das bei Frau Schulze nächsten Dienstag auch. Aber die Art, wie Farben erstellt worden sind, geben eine Idee. Ich finde, es gab sehr, sehr starke Akteure dabei. Ich muss sagen, ein Riesenkompliment an alle. Es kann nur einen gewinnen, ja, okay, ich habe es geholt, ich habe mich bemüht, um die Arbeiten gut umzusetzen und ich glaube, das ist der Lohn dafür. Ja, und wir freuen uns eben halt nach Berlin zu gehen und Deutschland ebenwürdig zu vertreten. Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! 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 Wir fahren nach Berlin! Also,